Okay, heute haben wir mal wieder was ganz Besonderes vor, Freunde. Und zwar spielen wir Minecraft durch, aber mal wieder mit einer Challenge von einem Zuschauer vom guten Ocean Focus. Und das Ganze funktioniert so: Sobald ich Essen esse, also was sollte man auch sonst immer machen, kriege ich einen Random-Effekt in Minecraft. Kleiner Haken an der ganzen Challenge, klingt erstmal ganz simpel. Allerdings habe ich mir die Frage gestellt, wir machen jetzt schon öfter Challenges von Zuschauern, also das zweite Mal jetzt, und ich dachte mir so, wo kriegen die Zuschauer wohl immer ihre kreativen Ideen her für die Challenges? Und ich kann euch jetzt, glaube ich, auch ganz entspannt ganz kurz zeigen, wie das wahrscheinlich abläuft. Und zwar gehen wir dafür auf meinen YouTube-Kanal. Wahrscheinlich machen die dann ungefähr das hier. Da! Ich hab's gegoogelt vor 5 Minuten oder so, also nicht vor 5 Minuten, bevor der Stream losging, und hab gesehen, was macht Basti GHG denn zurzeit momentan für Challenges? Essen gleich ich fliege hoch. Irgendwas anderes. Essen gleich XXL-Sprung. Wo kommt die Challenge wohl her? Man weiß es nicht. Aber es ist ja was anderes. Wir machen nicht Essen und ich fliege hoch oder Essen gleich XXL-Sprung, sondern Random Effect. Komplett andere Challenge, würde ich sagen, oder? Also von daher, let's go. Okay, Ocean Focus meint, er hat die Challenge schon vorher gecodet. Ist dann sicher auch egal. Wir spielen sie einfach. Let's go. Ich will heute beim ersten Versuch Minecraft durchspielen. Ich bin die letzten Male immer gestorben. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal erfolgreich Minecraft durchgespielt habe. Gefühlt 1985. Von daher kriegen wir das hoffentlich heute hin. Das letzte Mal erfolgreich Minecraft durchgespielt habe ich, bevor ich geboren war. Ey, ich baue immer zu wenig Holz ab. Jedes Mal. Ich habe halt auch noch kein Essen. Ich weiß noch nicht, was mein Essensplan ist. Ob ich ein Dorf suche oder ob ich Tiere kille. Okay, passt auf. Hier sind Schweine. Wir demonstrieren jetzt einmal die Challenge, würde ich sagen. Gucken, ob die überhaupt funktioniert. Ich habe das ja nicht getestet vorher. Ich esse mal was. Jo, Alter, was... Ach so, ich dachte erst, er hat sich zu mir TP't und das ist passiert. Aber ich habe einfach den Wither-Debuff bekommen. So, wir essen mal wieder. Nachher gibt es so einen Effekt und ich bin einfach instant tot vom Essen. Stellt euch vor. Weakness habe ich jetzt. Ocean Focus, kriege ich eigentlich nur Debuffs oder kann ich auch positive Effekte kriegen? Das wäre vielleicht smart zu wissen vorher. Oder verrätst du mir das nicht? Ist das ein Geheimnis? Okay, ich kann beides kriegen. Positive und negative Effekte. Perfekt. Aber positive Effekte gibt es weniger. Okay. Moin, Skelett. Ich habe noch kein Schild. Das oh, shit. Die machen ja Schaden. Ganz vergessen. Okay, warte mal. Ich brauche auf jeden Fall... Nein, ich kann noch nicht sterben. Chill. Ich baue mich mit Holz hoch. Wow. Ich brauche... Nee. Oh, die fighten gegeneinander. So dumm sind die, die hätten mich killen können. Ich muss halt erstmal mich jetzt vollfressen, aber ich kriege eh negative Effekte. Ich kriege jetzt Hunger. Ich habe mich vollgefressen und kriege Hunger. Irgendwie brauche ich ein Eisen nur für ein Schild. Dann ist alles easy danach. Mehr brauche ich nicht. Wir chillen einfach erstmal. Oh, ich habe Jump Boost bekommen. Guck mal, also es gehen auch positive Effekte. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt mit Jump Boost soll, aber immerhin. Ey, wo kommt er denn jetzt her? Ach komm, Alter. Stirb du erstmal. Ich habe schon nur noch Hälfte Leben. Bitte lass hier kein Skelett noch sein. Oh, ein Creeper. Oh, noch ein Creeper. Oh, ein Skelett. Oh boy, oh boy, oh boy. Okay. Ich brauche nur ein Eisen, Mann. Das kann doch nicht sein, bitte. Oh, yes. Yes. Leute, ich hab's. Ah, ich habe kein Holz mehr, oder? Ah, ich hatte schon Eisen. Ah, nein. Ich muss essen. Oh, bitte gib mir was Gutes. Ich habe Stärke bekommen, lol. Aber bringt mir halt jetzt gerade nichts. Und ich habe mein Holz hier vorne irgendwo verbaut. Komme ich da noch hin? Warte, noch ein Skelett. Warte, ich habe eh Stärke. Okay, bringt mir nichts. Ich bin fast tot. Was kriege ich jetzt? Okay, ich schwebe. Das ist nicht schlimm. Ey, so dumm, dass ich mit Holz von hochgebaut habe. Ah, hier. Perfekt. Nee, ach Mann. Regeneration. Oh, mega nice. Okay, das reicht, glaube ich. Oh, warte, so kann ich ihn killen. Noch besser. Okay, perfekt. Weiter geht's. So, sobald ich mein Schild habe, bin ich glücklich. Okay. Nice. Okay, jetzt ist alles easy. Mining Fatigue. Cool. Okay, wir essen nochmal was. Und Speed. Nice. Ah, oh, das sollte ich vielleicht nicht essen. Ich habe ja noch Steak. Okay, was kriegen wir? Och, nee, Übelkeit. Mir ist ein bisschen übel, wie man vielleicht sieht. Zu viel Alkohol getrunken mal wieder. Oh, aber ein Lavasee einfach. Nice. Oder bilde ich mir den ein, weil ich so besoffen bin? Ich weiß es nicht genau. Wenn euch das Video bis jetzt gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Denkt auch gerne drüber nach, ein kostenloses Abo da zu lassen. Auch wenn ihr schon denkt, dass ihr abonniert habt, schaut gerne mal unten nach. Manchmal löscht YouTube die Abos nämlich einfach wieder. Keine Ahnung wieso. Und ja, jedes Abo ist für mich ein riesen Support. Also danke. Warten mal kurz, bis das weg ist. Sind noch ein paar Sekunden. So, erstmal Portal gießen, das verkacke ich leider oft. Also kann sein, dass ich auch noch nicht in den Nether kann, wenn ich das jetzt falsch mache. Aber, oh, das war schon... Ach,
Da wollte ich keinen Block placen. So, wir machen's hier. Perfekt, Leute, ich lerne dazu. Okay, wir gehen in den Nether. Let's go, Leute. Oh, warte, ich sollte erst. Nee, warte, ich esse vorher noch was. Oh Gott, warte, ich esse. Vorher was? Speed. Okay, wir gehen in den Nether. Ist eigentlich egal mit Speed. Ey, und mein Hassbiom. Jedes Mal. Was mache ich falsch? Och, nee. Aber das hört ihr schon auf, das Biom. Ich darf nur nicht vom Gas sterben. Oh, hier ist eine Bastion. Aber die loote ich nicht. Ich sterbe da immer. Aber ich schaffe das diesmal, okay? Wirklich. Vertraut mir. Ich bin besser geworden in Minecraft. Also eigentlich nicht, weil woher auch. Ich spiele ja nie, also ich spiele nie Minecraft durch. Aber trotzdem, wir kriegen das hin. Ich habe auch eine OP-Idee, abgesehen davon. Warte, erstmal machen wir uns einen Goldhelm, dass er mich nicht angreift. Und ich habe eine richtig, richtig kranke Idee, wie wir das schaffen, okay? Vertraut mir. Boah, das ist eine Genius-Idee. Okay, passt auf. Okay, ihr seid dafür. Ihr meint, ich soll die Bastion looten. Machen wir, machen wir. Ey, ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst. Ich weiß nicht, wo ich mich reingraben muss. Bin ich tief genug? Bin ich zu tief? Okay, ich war noch nie so nervös in meinem Leben. Hä, was ist das? Ich bin ja einfach am... Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Hier muss ich nicht hin, oder? Da muss ich hin, oder? Wo muss ich hin, Leute? Muss ich zur Schatzkammer? Wie loote ich die Schatzkammer? Die kann ich doch nicht looten, oder? Da komme ich da irgendwie... Wie komme ich da am besten hin? Doch? Oh, okay, das ist normaler. Wie loote ich die? Wie loote ich die? Einfach die Chest abbauen? Aber wo sind die Wachen? Oh Gott, hier sterbe ich. Hallo? Okay, okay, kurz keine intense Musik. Das macht mich zu nervös. Volle Konzentration. Ich sterbe hier, Junge, ich sterbe hier. Oh mein Gott, die gucken mich schon so an. Geht noch weiter rein? Ich sperre euch ein einfach. Aber jetzt habe ich keinen Fluchtweg mehr, ist das Problem, wisst ihr? Ich sterbe doch. Oh! Okay, ist normaler. Jetzt im Fakt. Ich höre auch den Slime die ganze Zeit. Okay, pass auf. Da ist die Kiste. Die Goldblöcke kann ich nicht abbauen. Ich muss die Kiste abbauen. Aber dann werde ich auch instant angegriffen, glaube ich. Frage ist, wie renne ich danach weg? Vielleicht machen wir echt den hier. Dass ich hoffentlich nicht in Lava gekickt werde. Und dann graben wir einfach. Nur das hier brauche ich, oder? Weil dann kann ich mich hier direkt eingraben. Das heißt, wenn ich hier hinkomme, bin ich safe, oder nicht? Aber hier sind überall Leute, die mich da angreifen. Wir bauen es einfach ab. Wir machen jetzt YOLO-Action. Ist mir egal. No risk, no fun, Leute. Let's go. So, zack. Das hier ist ready. Ich kann hier einfach wegrennen. Ich habe hier einen Escape-Weg. Okay, wir machen full YOLO-Action. Vorher nochmal was essen. Was kriege ich? Regeneration. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wartet. Okay. Oh, die Slimes sind... Oh, shit, das sind große Slimes. Die greifen mich an. Voll vergessen. Oh, jetzt muss ich erst die Slimes killen. Och, wie nervig ist das denn? Jungs, ich wollte nur die Kiste abbauen. Hättet ihr nicht kurz warten können noch? Ach, wisst ihr was? Ist mir egal. Rückzug, 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 Rückzug! Easy, Leute. Easy. Ich habe fast nichts bekommen. Hey, was ist jetzt das Coole gewesen aus der Kiste? Die kaputte Dia-Hose? Ich habe halt ein bisschen Gold bekommen, so. Aber das war's. Aber eine Dia-Hose ist nice auf jeden Fall, ne? Zieh ich mal an. Wieso nicht? War da nicht sonst irgendwas Cooles? Nee, ne? Knochen? Eigentlich nicht. Die Pfeile haben wir auch. Oder habe ich die getradet von? Das weiß ich nicht mehr. Netherite-Scrap haben wir auf jeden Fall, ne? Alter, wie... Warte, wie funktioniert... Ich habe noch nie was aus Netherite gemacht. Dafür braucht man mehrere, oder nicht? Wie geht das? Ich muss wieder essen. Instant Damage. Yo, Alter, Hälfte Leben einfach weg. Oh, mein Crafting Table nicht mitgenommen. So, okay. Wir sind jetzt 45 Minuten dabei. Seit 20 Minuten ungefähr in der Hölle. Und ich habe ungefähr gefühlt, ja, 15 Minuten gebraucht, um die Bastion zu looten. Von daher wäre es ganz nice, jetzt einfach eine Festung zu finden. Ich meine, ich habe schon alles, was ich brauche sonst. Zack. Zack. Oh, lol, Alter. Hat der mich erschrocken. Danke für den Stuff. Wir haben auf jeden Fall schon Enderperlen auch gedroppt bekommen vorhin. Mit, oh, Instant... Junge, Instant Damage ist so OP. Irgendwann killt mich das noch einfach. Weil ich muss schon wieder essen. Langsam geht... Oh, shit. Langsam geht mir das Essen auch aus, ist das Problem. Ich habe nur noch 2 Steaks und einen Apfel und ich habe nur rote Pilze. Ich muss gleich braune finden. So. Soul Speed, let's go! Oh, ich habe schon alle Biome erreicht. Aber immer noch keine Festung. Als ob hier noch eine Bastion ist. Shit, das ist mein letztes Steak, Leute. Und ich krieg den Wither-Effekt. Ah. Oh, mach ich mir einen Goldapfel? Oh, ich habe ein Crafting-Table auch nicht mitgenommen. Ah! Ich habe verkackt. Ich brauche Holz gleich. Ich brauche Holz. Ich habe aus Versehen, ich kann mir keine Schüssel mehr craften jetzt für Suppe. Ich mache mir mal einen Goldapfel. Und den snack ich dann.
Ich muss Essen finden. Ey, hier ist wirklich noch eine Bastion. Und da sind direkt Kisten. Da kann ich, glaube ich, nicht widerstehen, Leute. Aber hier sind so viele Piglins und ich habe nur ein Boot. Vielleicht kriegen wir die trotzdem mal weg. Den könnte ich halt da einfach eingesperrt. Oh, shit. Soll ich mein Gold dafür dahin droppen? Nein, ich hab's wieder aufgesammelt. Nice. Scammed. Warte mal. Ja. Okay, eingesperrt. Jetzt ist hier echt nur noch einer, oder? Oh, da sind... Ah, da sind noch mehr. Shit. Ich wollte den hier einfach killen. Warte mal. Okay, wir machen das smart. Ich muss die Chests looten. So, die sind immer noch gefangen. Ich habe nur noch 3,5 Hungerkeulen, Leute. Junge. Okay, warte. Wie sperre ich die jetzt alle? Die haben ja nur die Treppe hier, oder nicht? Wenn ich jetzt einfach so mache, sind die da unten gefangen, oder? Ich glaube schon. So kommen die da nicht weg. Ihn hier locken wir einfach kurz hier hin. Scammed. Tschüss. Dann hauen wir den da runter. Und jetzt kann ich die Kisten looten. Easy, Leute. Eine Goldhose bringt mir alles nichts. Boneblock. Oh, hier ist nur Trash drin. Bitte hier was Gutes. Oh, Crossbow. Obsidian. Damit könnte ich theoretisch zurück. Ein Goldblock und auch so einfach Gold. Okay, die Chest ist OP. Die Chest ist richtig OP. Aber der Rest war lame. Die Frage ist, gehe ich jetzt kurz an die Overworld, nur um mir Essen zu gönnen? Weil ich kann nicht mehr sprinten. Ja, mache ich, glaube ich, auch. Wir haben 14 Obsidian. Okay, ich darf mich nur nicht verbauen. Okay, ist richtig, oder? Dann... Ah doch, ich dachte, ich habe kein Feuerzeug mehr. Okay, dann gehen wir kurz raus. Kurz Essen besorgen. Hallo? Toll! Ey! Als ob ich in einer Höhle bin. Ich brauche Essen. Kein Eisen oder sowas. Ja, nice. Ich habe halt rohes Fleisch, das könnte ich essen. Yo, Alter, was ist das denn? Richtige Zombie-Invasion. Ah, die, ja geil, die gehen alle zu ihm und nicht zu mir. Oh, ein Schaf. Oh, ganz viele Schafe. Nice, dann kriege ich auch Wolle. Okay, Leute, wir haben Essen, let's go. Bitte nichts Schlechtes. Poison? Für 26 Sekunden, ich muss mich einbauen. Ich sterbe sonst. Wenn mich halt irgendwas hittet, bin ich tot. Ey, wenn ich jetzt esse und Instant Damage kriege, dann war's das, ne? Da bin ich nur durch die Challenge gestorben. Wir warten kurz, bis Poison weg ist, noch 5 Sekunden. Wehe, ich krieg Instant Damage als negativen Effekt. Ich weine, wirklich. Okay. Oh, Regeneration! Okay, mega gut, mega gut. Alter, ich warte noch. Ah, shit, ich muss nochmal essen. Ich kann immer noch sterben. Kein Instant Damage, kein Instant Damage, kein Instant Damage. Wither. Nein! Sterbe ich davon? Nee, sterbe ich nicht, sterbe ich nicht. Alter. Boah. Instant Damage killt mich halt immer noch und ich regeneriere nicht mehr. Komm, gib mir einfach nur was Positives einmal. Was ist denn los? Weakness. Ja, egal. Ist okay. Damit kann ich regenerieren. Pff, Alter. Moin. Okay, triff mich halt. Hä? Hä? Hier steht... Ich kann ihn nicht hitten. Hä? Guck mal. Ach so, wegen Weakness. Ich habe Weakness 3. Lol. Okay, jetzt müsste es gehen. Nur mit Weakness 3 kann man einfach keine Leute hitten oder was. Krass. Okay, nochmal was snacken. Weakness 3 nochmal. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt gleich wieder in... arme Tiere. Ob ich so jetzt einfach wieder in den Nether gehen will. Weil was, wenn ich dann gleich wieder Essensprobleme habe. Aber eigentlich, wenn ich jetzt gleich Holz habe und dann Schüsseln habe, müsste es ja eigentlich klar gehen, oder? Ich muss wieder essen, aber ich habe gar keinen Bock zu essen. Weakness... Jump Boost und... Keine Ahnung. Nochmal Jump Boost, glaube ich. 18, 21 Fleisch haben wir. Denke, das könnte reichen. Visa Drift, danke schön für den Follow. Oh shit, die Peter. Sehr geehrter Herr Kohl, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Verhalten höchst bedenklich ist. Seien Sie ein Vorbild und töten Sie keine Tiere, auch in Game. Mit freundlichem Gruß, Tobi von Peter. Ich habe keine Tiere getötet, ich schwöre, Bruder, was ist denn los mit dir, Peter? Wer hat gesnitcht? Die haben alle gelogen, ich habe kein Fleisch in meinem Inventar, guck. Ich habe kein Fleisch in meinem Inventar, ich habe nichts gemacht. Gar nichts, wirklich. Sieht doch alles clean aus. Nur vegane Sachen im Inventar. Einen Apfel habe ich nur. Ich esse nur Äpfel in Minecraft. Okay. Hab kurz vergessen, was die Challenge ist und habe mich gewundert, warum ich auf einmal... Dingens hab Übelkeit. Was, wenn ich in die Richtung gehe? Da komme ich, glaube ich, nicht her. Ich habe Angst, dass ich jetzt zurückrenne. Ich habe nicht richtig gemerkt, von welcher Richtung ich auskam. Wenn ich in die Richtung gehe, bin ich auf jeden Fall safe. Aber da geht's halt nicht lang. Also real talk, jetzt können auch langsam schon mal eine Festung kommen, oder? Pearl ich mich hier rüber? Ich habe halt schon so wenig Enderperlen. Ich bin ein bisschen faul.
Oh, ich hab mich ins... Oh, ich dachte, ich hab mich ins Feuer gepölt. Okay, was geh ich jetzt? Absorption, wow. Aber nur für 5 Sekunden noch. Bringt mir halt nichts. Hm, jetzt kommt wieder mein Hassbiom, ne? Ich glaube, ich gehe links rum. Vielleicht muss ich ja nicht durch das Biom durch. Mal gucken. Och nee, Alter, wieder Übelkeit. Ich mag ja wirklich alles an Minecraft durchspielen, außer das Festung suchen. Jedes Mal. Niemals! Ah nee, es ist eine Festung. Ah, okay. Nevermind, ist eine Festung. Wir haben eine Festung. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre eine Bastion. Ich dachte, ich habe schon wieder eine Bastion gefunden. Aber es ist eine Festung. Let's go. Okay, wir haben es geschafft. Endlich. Endlich. Jetzt darf ich da nur nicht sterben. Das ist gerade echt risky, was ich mache. Wenn mich hier ein Blaze abschießt, bin ich ja instant weg. Shit, ich muss mich da aber rüberbauen, ne? Wie gehe ich am besten in die Festung rein? Kann ich von hier aus? Ach, von hier aus kann ich normal rein. So, alright. Guck mal, da vorne sind schon mal Blazes. Aber ist da auch ein Spawner? Ein Wither-Skelett ist da auch. Weirde Festung auf jeden Fall. Vor allem das hier einfach. Ich sehe mich da leider gleich runterlaufen, deswegen baue ich da nur kurz was hin. Ah, das ehrlich, ein Blaze-Spawner einfach. Okay, ist aber einer, der offen ist, leider. Aber ist okay. Let's go! Ich gehe den sicheren Weg. Ich baue mich mal nicht rüber. Jungs, ich will hier nur ein Dach bauen eben. Wartet. Moin! Alles klar bei euch? Gefährlich, gefährlich. So. Ein Blaze Rod haben wir schon mal. Oh, ich sollte hier nicht nach da einhauen. Was mache ich denn? Ich habe Angst, was zu essen, aber ich mach's mal. Instant. Oh, Junge, 2,5 Herzen hatte ich kurz. Ich habe einfach Instant Damage bekommen. Ich muss wieder was essen. Bin ich nicht Instant Damage, bin ich Instant Damage. Poison? Ey, jetzt habe ich einen Spawner und ich krieg sowas. Be right back. Ich muss mich kurz einbauen. Ich habe ein halbes Herz jetzt und ich habe noch 10 Sekunden Poison Debuff. Ey, wenn ich jetzt... Bitte kein Instant Damage als nächstes. Ey, Poison ist halt viel zu OP. Wenn ich Instant Damage und Poison kriege, bin ich halt einfach tot. Da kann ich halt nicht mehr was gegen machen. So, dann bin ich einfach weg jetzt. Ich habe nichts bekommen. Doch, Regeneration, glaube ich. Alter, ist jetzt noch offen. Ich glaube, ich will wieder zu meinem anderen Spawner. Wow. Ich muss wieder was essen. Das macht mir Angst, Leute. Weakness 3. Für eine halbe, also, Junge, für 30 Sekunden. Das heißt, ich kann die nicht hitten. Okay, nochmal was essen. Strength. Ich habe Weakness und auch Stärke. Kann ich dann hitten? Jo, kann ich. Ja, ich gehe wieder zu meinem anderen Spawner. Der ist zugebaut. Ich habe noch 20 Sekunden Feuerresistenz. Ich soll schon mal den nächsten Trank hier vorbereiten. 15 Sekunden noch. Okay, können Blazes spawnen, bitte? Shit, meine Feuerresistenz reicht vielleicht nicht. 3 Sekunden noch und es spawnt nichts. Esse ich einfach? Ja, komm, YOLO. Was soll schon passieren, ne? Instant Damage, nice. Jo, und hier sind übertrieben viele gespawnt. Okay, das müssen ja... Okay, da ist schon mal einer. Die müssen genug droppen. Ich droppe mir auch noch einen. Perfekt, wir haben 9 Stück. Kurz denen die Offhand nehmen. Oh. Der ist einfach in den Nahkampf gegangen. Oh, da ist noch ein Ruined Portal. Da will ich hin. Oh, warte mal. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ist ja mega gut mit dem Portal. Vielleicht kann ich mir hier eins hinbauen, oder? Wie viel Obsidian brauche ich dann? Reicht das? Ich glaube, mir fehlt ein Obsidian. Und wenn ich das abbaue, dann habe ich ein Portal. Mega gut. Es dauert nur 10 Jahre, glaube ich. Aber egal. Da, jawohl. Zack. Wir haben ein Portal zurück. Easy. Jetzt ist die Frage, trade ich noch oder trade ich nicht? Ich gucke mal, ob ich hier... Ups. Ich gucke ganz kurz, ob ich hier Piglins finde zum Traden. Ah, das reicht. 21 Enderperlen. Okay, wir gehen raus. Ich bin weg hier. Alright. Zurück in die Overworld. Und jetzt einfach so instant tot. Bitte keine Höhle. Lass mich einfach oben sein. Höhle, Wacker. Okay, let's go. Drück mir die Daumen, dass wir schnell die Festung finden. Oder den Stronghold, nicht die Festung. Oh, ein Kürbis. Nice. Okay, perfekt. Crafting Table. Schere. Bam. Und ich habe Mining Fatigue. Oh. Okay, wir schmeißen mal gleich noch eine Pearl, würde ich sagen. Ah, wobei hier. Ja, war klar. Ah, ich muss da lang immer noch, oder? Safe, ja, war klar. Okay, gehen immer noch in die Richtung. Ah, warte, lass mich hier eins werfen. Ja, okay, wir müssen zurück. Jetzt muss ich nur herausfinden, wo ich runter muss. Oh, das ist kaputt gegangen. Das erste, was kaputt geht. Was kriege ich für einen Effekt? Übelkeit. Immer noch. Okay. Ah, das wollte ich nicht. Shit, ich wollte mein Schild nutzen. Bitte geh nicht kaputt. Nein, es ist kaputt gegangen. Ich wollte es gar nicht werfen, Mann. Okay, wir gehen hier runter. Ich weiß ja nicht, auf welcher Höhe das immer ist, aber 44 klingt noch so, als ob es richtig sein könnte. Wann die 24-Stunden-Challenge. Jawohl, da ist es. Yes, let's go. Direkt eine Kiste gefunden.
Sieht wieder ein bisschen scuffed aus, aber ist okay. Okay, okay, okay. Ich bin ready, Leute. Jetzt beginnt der peinliche Part, wo ich 10 Jahre lang suchen muss. Aber egal. Darf ich für dich streamen? Nee. LOL! Nein, Alter! What? Da ist einfach das Portal! Ich habe das noch nie so schnell gefunden. Ich habe es einfach instant gefunden. Nein! Oh, Junge! Oh mein Gott! Ich komme nicht raus! Ich komme nicht raus! Oh, Alter, ich bin fast gestorben. Ich hätte die Übelkeit vielleicht abwarten sollen. Aber egal, wir leben noch, wir leben noch. Ich will aber einen neuen Wassereimer haben. Ey, wäre ich da jetzt gestorben, ne? Das wäre es auch gewesen. Ich hätte Minecraft deinstalliert, wirklich. Hallo? Ah, ich habe Weakness 3. Ich kann ihn nicht hitten. Ja, das Skelett hat mich ein bisschen outplayed gerade. Aber ist kein Ding, wir leben noch. Ich sehe kein... Jo, Alter. Der hat mich fast gestompt, Leute. Spielen wir Bad Wars oder was? Naja, schnell hier hin. Das abbauen. Da ist ein Skelett auf jeden Fall. Aber warte, wir machen einfach... Okay, dann renn halt hier rein. So, ach, Creeper, bitte. Oh, oh, der explodiert. Alright, da sind wir auch schon. Okay, let's go. Bam, bam, bam. Oh, lol, ein Silberfisch noch. Stell euch vor, der hätte mich gekillt. Och nee, jetzt kommt hier noch einer. Hä, wo ist er? Er ist weg. Nein, Instant Damage. Oh, shit. Okay, 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 okay. Muss ich noch irgendwas machen? Noch einmal, warte, ich snack einen Goldapfel. Und setz den Kürbiskopf auf. Ah, Kürbis-TP wäre nice. Okay, Goldapfel snacken. Ich kann natürlich nochmal Feuerresistenz, warum auch immer, geben. So. Und dann, let's go, Leute! Okay, 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 okay. Als ob ich hier gestartet bin. Ich pearl mich einfach rüber, glaube ich. So. Alles andere ist mir ein bisschen zu blöd. Das war's ja mit dem Goldapfel-Buff, aber egal. Okay, jetzt könnt ihr mich halt wieder auslachen, weil jetzt brauche ich wieder 10 Jahre, um die Kristalle abzuschießen. Aber ist gar kein Ding. So. Eigentlich mega entspannt, so. Mit dem Kürbis auch und allem. Bam. Bam. Wo ist denn der Enderdrache da? Oh, getroffen. So, hier müsste der nächste sein. Ich glaube, ich bin zu nah. Oh, doch, nicht unbedingt. Vielleicht schon. Wie treffe ich den? Oh, ich bin abgeschossen. Warte, ich mache erstmal den da. Oh, hab ihn. Boah, ich werde immer nervös, aber es ist eigentlich easy. Zack. Komm. Ah! Junge, lag. Oh, shit. Ey, Ocean, geh doch aus dem Weg da oben. Er stellt sich einfach da drauf, Mann. Ey, ich sterbe jetzt hier gerade. Ich muss was essen. Oh, oh. Nee! Ey, Drecks-Challenge, Alter. Das meinen die nicht ernst. Es laggt und ich krieg Schaden ab vom Enderdrachen, weil der Server gelaggt hat. Und dann krieg ich Instant Damage beim Essen. Ist es euer Ernst, Mann? Ist es euer Ernst? Ja, das war auf jeden Fall mal ein extrem trauriges Ende. Aber egal, ich werde die Challenge nochmal versuchen und dann werde ich das hoffentlich hinkriegen. Das war ja einfach nur unlucky, dass ich genau in dem Moment dann diesen Damage-Effekt bekommen habe. Aber naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Auch gerne ein kostenloses Abo und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und falls ihr weitere coole Videos sehen wollt, dann schaut doch auch gerne mal hier vorbei, Freunde. Wow, was für ein cooles Video. Denn da findet ihr mein letztes Minecraft-Video. Da habe ich mein 35k Texture-Pack released. Fettes Dankeschön, by the way, nochmal, ja, an jeden von euch für die 35k. Und ja, das ist das neue TP. Ist bis jetzt aber nur in der 1.8.9 verfügbar. Ich kümmere mich darum, dass es noch in höhere Versionen kommt und in die Pocket Edition. Aber ja, ich bin jetzt erstmal weg. Ciao.